Hey und willkommen zu Police Simulator Patrol Officers. So, wir starten eine neue Karriere und wir können uns zwischen Männlein und Weiblein entscheiden. Wir haben hier Frank Miller, Aaron Sally, Noah J. Jones, Danny Lopez, Frank Miller. Wir nehmen Frank Miller, würde ich sagen. Und ja, dann, was gibt's zu sagen? Ja, ist noch eine Early. Ja, lass uns mal überraschen, was uns erwarten wird hier. Tipps für den Streifenpolizisten. War zu schnell. Passwort Frank Miller. So, Schichtauswahl. Das ist eine Stadtteilübersicht, in der du deine nächste Schicht auswählen kannst. Du musst jede Woche fünf Schichten spielen. Du kannst pro Woche 4 Tage freinehmen, indem du R drückst, worauf du neue Schichten zur Auswahl erhältst. Also ich kann 5 Schichten pro Woche spielen und kann mir 4 Tage freinehmen. Also ist eine Woche bei den 9 Tage, oder wie ist das? Nee, auch nur 7. Alter, die haben ja ein Leben, ne? Das muss ich ja mal sagen. Gut, Melting Pot. Was haben wir denn hier? Einsatzstrafzettel. Okay. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die verfügbaren Schichten. Du kannst jede Woche bis zu 2 neue Schichten beantragen, indem du einen Tag Urlaub nimmst. Aha. Also, gut. Wir fangen hier im North Point an. Busstreife am Morgen. Na, dann hauen wir raus. Early Access hatte ich gerade erwähnt. So. Oh, was ist hier los? Ah, okay. Ah ja, gut. Ja, jetzt läuft es flüssig. Jetzt, glaube ich, muss mal so ein bisschen... Ja, so ist besser. Okay. Fokusmodus. Du kannst verschiedene Dinge im Spiel fokussieren, wie zum Beispiel Kennzeichen, Fußgänger, wie gesuchte aussehen, Fußgänger, bla bla bla. Linke Maustaste. Richtig, ja. Guck mal da. Gucken wir gleich mal. Ah ja, August 21. Wir haben Mai 2020. Okay. Wir sind hier Streifenpolizist und wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir uns selber an die Verkehrsregeln halten. Kann ja nicht angehen, dass wir hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, es ruckelt, ne? Es ruckelt ein bisschen, aber okay. Gar kein Problem. So, hier ist ja gar nichts los. Ich wechsle mal die Straßenseite. Wenn mal nichts kommt. Tüp. Oh, hier steht so ein verdächtiges Auto. Nee, da war das. Nee, März 2020. Da ist es auch noch alles super. Der ist beschäftigt, der junge Mann. Ja, Wahnsinn. Streifenpolizist und hier ist tote Hose. Bist du mich rüber, ja, ne? Oh. Ach, guck mal, das sind jetzt die Bereiche, da können wir zum Beispiel gar nicht hin. Dafür sind wir noch nicht freigeschaltet. Aber hier stehen ja mal ein paar parkende Autos. Da gucken wir doch direkt mal, ob wir was finden. Ob. Oktober 21. So. Das sieht. Aha. Das Fahrzeug dort drüben ist an einer abgelaufenen Parkuhr falsch abgestellt. Lass uns einen Strafzettel für die abgelaufene Parkuhr ausstellen. Fahrer mit Behinderung dürfen vor abgelaufenen Parkuhren parken. Aha. Also Leute mit einer Behinderung dürfen. Ich meine, das steht hier auf dem Kennzeichen. Hier ist aber jetzt nichts, was darauf hinweist. Öffne deinen Polizeicomputer im Kreismenü. Okay. Und dann finden wir noch ein paar Hintergrundinformationen. Das machen wir direkt mal. Wie war denn das? Oh, so, dann ist das hier. Waffenschein, nein. Offener Haftbefehl, nein. Führerschein, ja. Das ist schon mal gut. Ausweisstatus, gültig. Alles gültig, gültig, gültig. Ja, gut. Guck mal hier, bisherige Verstöße. Mündliche Verwarnung, kein Blinkzeichen gesetzt. Mündliche Verwarnung, fahren ohne Versicherungsschutz. Verurteilt Raub. Und verurteilt Stören der öffentlichen Ruhe. Das ist aber... ne? Gut, dann müssen wir jetzt hier agieren. Und zwar... Parkour abgelaufen. Zack.
Schicht- und Verhaltenspunkte. Verdiene mit deinen Handlungen im Spiel Punkte. Schichtpunkte SP sind Belohnung, Verhaltenspunkte, Conduct Points sind Strafen, zum Beispiel grundlos nach dem Ausweisfragen. Kostet dich Conduct Points oder Verhaltenspunkte. Sowohl Schichtpunkte, auch Verhaltenspunkte bringen ja nach jeder Schicht Stadtteil-EP, womit du Dienststerne erhältst. Durch das Sammeln von genügend Dienststernen schaltest du Gegenstände und Fortschreitungsgebiete frei. Sehr gut. Das kriegen wir hin. Oder auch nicht. So, aber der Kollege hier, der steht hier auf dem Bürgersteig. Das geht gar nicht. So. Guck mal da oben. No Parking. No Parking zwischen 12 und 4 Uhr nachmittags, aber nur mittwochs. Wir haben heute Montag. Alles gut. Ja, und so schlendern wir jetzt hier so ein bisschen durch das Spiel. Gucken mal. Aha. Auch nur am Mittwoch, aber der Kollege steht hier voll auf dem Bürgersteig. Das geht gar nicht. So. Da hat der Beauty Knolle natürlich ein Auge für. So, pass auf. Hier ist auch von bis Mittwoch. Kennzeichen ist gültig. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn da? Mai 20. Da hat er aber Glück, ne? Hat noch den Monat über Zeit. Aber die Scheibe gefällt mir nicht. Haben wir dafür irgendwas? Nee, leider nicht. Na gut. Also mir kommt es halt nicht so viel gesehen. Abgelaufenes Kennzeichen, guck mal. Da haben wir es doch. Na? Oktober 19. Das ist aber schon ein paar Tage her, mein Freund. Da hättest du aber mal was machen können. Hier, abgelaufenes Kennzeichen. So. Und das ist September 20. Ja, da hat er ja noch ein bisschen Zeit, ne? So. Auf jeden Fall kommt nachher auch noch Radarkontrollen und ach, was weiß ich. Wir kriegen auch noch ein Auto. Das wird schon spannend. Das sieht aber auch schon verdächtig aus. Januar 20, hey! Abgelaufenes Kennzeichen. Zack. Knolle sieht alles. So, pass auf. Wo kommt der auf einmal her? So, dann gehen wir da drüben mal weiter. Wenn wir hier durchkommen, heißt das. Da ist ein Zebrastreifen hier, ne? Freunde. So, was haben wir denn hier? Oktober 21. Ah, ich würde sagen, er steht ein bisschen weit auf der Straße, aber es hält sich noch in Grenzen. Sag ich jetzt mal so. Ach, da können wir gar nicht weiter. Da müssen wir da lang laufen jetzt. Also für unseren ersten Tag ist es auch sehr ruhig hier, muss ich sagen. So. Müssen wir natürlich auf Grün warten, ne? Das sieht auch sehr verdächtig aus, da, der Kollege. Na, guck mal, hier nicht geblinkt, doch hat er. So, was ist hier los? Wird das heute nochmal grün? Ah, jetzt aber. Hallo? Ah, geht doch. So, guck mal hier, der steht sehr dicht am Zebrastreifen dran. Dafür kriegst du erstmal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Müsste doch richtig sein, oder? Ja. Was? Dieser Mann hat gerade Apfel auf die Straße geworfen. Das geht ja gar nicht. Achtung, Achtung. Einsatz, Einsatz, Einsatz. Meister. Festhalten. Wegen Umweltverschmutzung. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Ich hatte nichts zum Wegwerfen dabei. Ja komm, erzähl mir nichts. Ich habe ihn doch gesehen. Hier, komm.
hättest mal die Wahrheit sagen sollen. Jetzt kriegst du einen Strafzettel. Einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Ach, kommen Sie schon. So viel? So viel. Warte mal, ich muss mich einmal... Oh, aua, aua, aua. Ich muss gerade mit meinem Kätzchen kämpfen. So, tschüss. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Au. Sag mal. Meine Füße. So. Das ist ja echt tote Hose, ne? Du, bei dir sieht das alles gut aus, ne? Jo. Was hast du da? 21, Parkuhr ist auch noch gut. Aber, Kollege, da hast du aber ein Taxi von Beifahrertür bis zum Bordstein genommen, wa? Pass mal auf, dann nehmen wir doch glatt mal Position zu weit auf der Fahrbahn, das geht gar nicht. Meint, da denkt der Smartfahrer nachher, da ist noch eine dritte Spur für ihn. Nein. So, das ist in Ordnung. Kennzeichen. Ach, guck mal da. Ja, März 19. Alter Vater, das Ding ist ja schon über ein Jahr abgelaufen. So. Zack, hier kannst du. Ne? 85 Punkte haben wir schon, wa? Das ist auch mal was. Juni 21. Parkour ist auch noch in Ordnung. Voll friedlich hier eigentlich, ne? Das ist auch noch in Ordnung, glaube ich. Aber vorsichtshalber nochmal Juli 20. Dann fährt er ja noch fast 2 Monate damit. April. Oh, warte mal. Taxistand. Achso, das ist egal. Dieser Mann hat gerade. Wie kann ich denn das sehen? Oh. Achso, der hat gerade die Straße überquert. Ey, Karamba. Und wen halten wir hier auf dem Mittel? Uns an? Hallo? Ich halte Sie an, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Ja? Vielleicht. Aber das war ungefährlich. Naja, Ansichtssache. Er scheint nervös zu sein. Na, das, ne? Tasten wir ihn mal ab. Und? Was? Behalte die Institutionsnachrichten im Auge. Du darfst jetzt ihn und sein Fahrzeug durchsuchen. Alles klar. Das machen wir doch glatt. Wo habe ich denn hier? Lauf doch mal. Was hast du wohl so gedacht, wa? Ja, das ist das. So, Kollege, steh mal auf hier. So, ansprechen. So, und schön durchsuchen jetzt hier. Ist ja gar nicht. Na, was haben wir denn hier alles Schönes? Ach, ein Wurfstern. 2, 3 Klappmesser und ein Brief. Oder ist eine nur ein Brieföffner? Na komm, nee, da legen wir direkt Handstellen an. Illegaler Waffenbesitz. Ich muss Sie festen. Sie führen ein Springmesser mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Sie sind ein lausiger Cop. Was? So, du sollst einen Gefangenentransport rufen, damit diese Person festgenommen wird. So, pass auf. Gefangenentransport. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Oh, Kollege, da kommt gleich erstmal schön die Verstärkung. Da vorne ist sie schon. Guck mal hier. Das passt ja. Ah, ich sehe hier schon viele, viele. Kommst du? Die Verstärkung ist da. Oh, guck mal, gibt es gleich 70 Dinger. Entschuldigung. Wenn's sein muss. Tja. So, da fangen wir mal bei dem Kollegen hier an. Und zwar, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, Behindertenparkplatz. So, und da steht's auch, handicapped. Aber das schützt ja nicht davor, dass du hier mit ein bisschen weit von der Straße wegstehst. Ja? Da werden alle gleich behandelt.
So, Kollege, du hast... Oh, warte mal, das geht ja da los und endet da, ne? Ja, gut. So, Kennzeichen abgelaufen. Auf dem Bürgersteig, aber Parkuhr ist gültig. Okay. So, abgelaufenes Kennzeichen. Zack. Und dieser Mann, ja gut, da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Wir haben hier Karls tun. Position, Ausrichtung auf dem Bürgersteig. So, mein Freund. Lass dir das eine Lehre sein. Ach, schon wieder auf der anderen Straßenseite. Nee, hier läuft das gerade mal ganz gut, finde ich. Da habe ich mal ein bisschen was zu tun. Kennzeichen ist in Ordnung. In falsche Richtung abgestellt. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Zack. Und auch sehr weit auf der Fahrbahn. So, dann einmal Position, Ausrichtung, falsche Richtung. Okay, ja, mit Knolle ist nicht zu spaßen, würde ich sagen. So, pass auf. Und was habe ich jetzt gemacht? Das war falsche Richtung, ne? Und zu weit auf der Fahrbahn. Nicht, dass wir hier doppelt ausfüllen. Zack. So. Das sieht recht gut aus. 20. Keine Ahnung. November? September? Hab mal Platz da. Juni. Naja. Das ist in Ordnung. Ah, guck mal, hier wieder schön die Parkuhr gelaufen. Nein! Ach Gott! Hydrant, naja. Da drüben, also einer, da stehst du viel zu dicht dran. Eieieiei. So, pass auf. Aber du schießt. Nee, warte mal, schießt du zu weit auf der Fahrbahn? Auf jeden Fall ist die Parkuhr abgelaufen. Das wollte ich machen. Und zu weit auf der Fahrbahn stehst du auch. Genau. So, das habe ich jetzt ein bisschen. Wenn man zu schnell ist, ne? So, und zu weit auf der Fahrbahn. Geht gar nicht. So. Hätte ich mir auch eins erlassen können jetzt, ne? Ja, auch Taxifahrer hier brauchen zwischendurch mal ein bisschen Zucht in Ordnung. So, du schießt auch zu weit auf der Fahrbahn. Zack. So, dieser Mann hat gerade Abfall auf die Straße geworfen. Darum kümmern wir uns direkt mal. Entschuldigung, Sie haben da was verloren. Ich muss Sie festhalten, weil Sie Müll auf den Boden geworfen haben. Nein, ich benutze immer die Mülleimer. Ja, komm. Da kein Bock drauf. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Ja, hätte es noch vorher überlegen sollen. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. Wieso weiterfahren? Du läufst. Na, hätte er mir die Wahrheit gesagt, hätte er nur eine mögliche Verwarnung bekommen. Kennzeichen ist in Ordnung. Aber abgelaufene Parkuhr. Zack. So, das war mal eine schöne Straße hier. Hat mir richtig gut gefallen. Da drüben steht auch noch einer. Aber wir laufen mal die Straße hier weiter. So, muss natürlich warten, bis wieder grün ist. Was ist denn hier los? Die Ampel ist rot, meine Freunde. Ah. So, gucken, ob wir da drüben überhaupt weiterkommen. Aber sieht gut aus. Tempolimit 35. So, du, mein Freund. Zu weit auf der Fahrbahn. Perfekt. Da sieht alles gut aus. Da sieht alles gut aus. Ja, man kann so ein bisschen nach der Farbe gehen, ne? Ich meine, so dunkel ist ja 21. Da ist auch 21. Parkuhr ist abgelaufen. Wer hätte das gedacht? So.
Also, was haben wir hier? Das ist auch 21. Sieht gut aus. Auch 21. Ja, alles super. Alles so. Was haben wir hier für Schilder? Taxistand. Okay. Oktober 20 und so hellblau ist 20 halt, ne? Also daran... Man muss zwar schon gucken, aber man erkennt's. Was haben wir denn hier? 21. Alles hübsch. Oder? Jo. So, 21. Alles super. Da Mäuschenputz. Ach, guck mal da, guck mal hier. Was er da hat. Untergrundbeleuchtung. Mhm. Ach, das ist super. Dann müssen wir hier natürlich rüber. Irgendwann. Tja. Stehen wir hier. Aber ich sehe gerade, unsere Schicht ist auch gleich zu Ende. Könnten Sie mal aufhören zu telefonieren hier? Filmen Sie mich? Ja? Hallo, wird mal grün. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ja. Spannend. Oh, ist grün. Aber es wird noch spannender. Glaub mir, da kommt nachher noch ordentlich was dazu. Aber wie bei jedem Spiel am Anfang zieht sich das natürlich mal so ein bisschen. Aber von Tag zu Tag wird es besser. Gerade grün. Ah, Mist. Ist aber auch echt, also... Weißt du noch, wo ich mir das Spiel geholt hatte am Anfang? Da war echt viel los. Jetzt ist hier gerade voll die tote Hose. Was haben wir denn hier? No Parking am Dienstag. Aha. Tja, das sind aber diesmal nicht so viele Punkte. Aber kommen noch 95 Punkte oben drauf. So, ich hätte gerne noch ein, zwei aufgeschrieben, bevor meine Schichtzeit jetzt abläuft hier. Und wir nach Hause müssen. Nö. Ja, alles gut, alles gut. So. Und ich weiß auch gar nicht, wo wirklich... Ihre Schicht ist um, ja, Officer. Ja, okay. 383 Meter in diese Richtung. Naja, das ist ja gleich ums Eck, ne? Ja, auf jeden Fall kommen da Geschwindigkeitskontrollen. Können Autos rausziehen. Wichtige Verbrechen aufklären. Wird das auch nochmal grün hier oder was? Hallo. Ja. Tatsächlich. Hallo? Direkt vor meinen Augen. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Das passiert doch jedem Mal. Das passiert doch jedem Mal. Was hat denn für eine Aus? Sie scheint Angst zu haben. Ja, komm mal her. Lass dich mal begrabbeln. Stöckelschuh? Schokolade? Samthandschuhe? Mäuschen, hast du heute Abend noch was vor, oder? So, na komm. So. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. Ach, kommen Sie schon. So viel? Ja. So. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und so dreist ist es direkt vor meinen Augen fallen zu lassen? Natürlich. Komm ich da durch? I hope it's so. Ich weiß, dass ich nicht in meinem Gebiet bin und jetzt auch wieder zurück bin. Was sonst? Was steht da? Jetzt werde ich entlassen.
Das wollen wir ja nicht. So. Wir stehen an der roten Ampel. Ich stehe nicht. Wir nehmen hier grün. Ey. Oh, das ist rot. Da vorne ist es ja schon. Sehr gut. Ach, guck mal, hier ist Andrew's Bakery. Für die Donuts. Direkt neben der Polizeistation. Der macht hier sein Geschäft des Lebens. So. Also dem Bäcker, dem geht's gut. Würde ich sagen. So, pass auf. Und Hallöchen. Feierabend. Ob an den hier müssen wir ran, ne? Ja. Ja, dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Ja, einmal da, ne? Wir haben eine Fotokamera. Und eine Radarpistole. Und wir haben neuen Einsatz, leichten Unfall. Und wir können jetzt Raser melden. Und wir haben eine neue Nachbarschaft freigeschaltet. Und noch eine neue Nachbarschaft freigeschaltet. Ja, Mensch. Das wird spannend in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.